In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben, einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Tommy. Dunkle Gestalten, alter Mensch, kehrt und erzählt vergessene Geschichten. Handel zu betreiben ist dir eigentlich nichts Schlechtes. Aber mit dem Kerl da? Das lassen Sie besser bleiben. Ein guter Rat von mir. Gefährlich aus, nicht wahr? Tja. Mal sehen, ob es das auch wirklich ist. Also wenn man Hunger hat oder vielmehr noch, wenn man gierig ist, dann ist man wohl bereit, sehr weit zu gehen und sehr vieles zu riskieren. So wie der eine, der diesen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, damit er ihm immer frisches Wild vorbeibringe. Nun, ich bin weder das eine noch das andere, also nicht gierig und auch nicht hungrig, aber ich bin neugierig. Und deshalb werde ich das Experiment wagen und vielleicht gelingt es mir, den einen hervorzulocken. Und ganz ehrlich, noch ein Grund, warum ich es versuche, ist, seit einigen Tagen stimmt hier einfach irgendetwas nicht mehr. Irgendwas oder irgendjemand verfolgt mich. Er klebt an mir, hängt an mir. Ich fühle es, ich spüre es. Dieses Experiment gelingt, dann verschwindet der eine. Wir werden sehen. Los geht's. Zu Imst schloss ein Kleinhäusler mit dem Teufel folgenden Pakt. Er wolle dem Schwarzen nach einer bestimmten Anzahl von Jahren mit Leib und Seele gehören, wenn dieser ihm wild nach Wunsch brächte. Der Teufel war mit diesem Kontrakte zufrieden und trieb wild aller Art durch den Kamin ins Haus. Silanum Romanum, Simplicissum Lucasus Neatus. Silanum Romanum Simplicissum.
einigen Jahren wurmte es doch den Sünder und er beichtete einem Kapuziner seinen Frevel. Dieser gab ihm zur Buße auf, er müsse 3 aufeinanderfolgende Nächte auf dem Friedhof aushalten und alle toten Köpfe und toten Beine eingraben. Dies war eine saure Arbeit, denn der Teufel schreckte ihn auf alle möglichen Weisen davon ab und wühlte bedeckte Knochen ohne Rast aus der Erde. Mit der Hilfe Gottes erfüllte der Büßer doch die aufgelegte Arbeit und der Schwarze musste mit langer Nase abziehen. Mit dem Teufel einen Pakt eingehen. Ehrlich, da muss man schon ein wenig, oder? Selbst wenn einem der Hunger treibt, mit dem Teufel gehe ich doch... Okay. Irgendetwas ist in der Hand. Weiter. Wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.